Hallihallo und willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo. Und zwar geht es heute um Simrail, The Railway Simulator. Und es ist heute ein Bild aufgetaucht, das eine neue Strecke anteasert. Und zwar geht es um eine deutsch-polnische Strecke von Görlitz nach Dresden, beziehungsweise von Skorzelek. Das ist, glaube ich, der polnische Name für Görlitz. Man entschuldige meine schlechte polnische Aussprache. Und ja, in Development, das bedeutet also, das Ganze ist im Bau. Wir wissen ansonsten gerade gar nichts weiteres, weder wie lange die Strecke schon im Bau ist, noch wann sie erscheinen wird, noch welche Fahrzeuge. Man kann aber schon anhand dieses Bildes davon ausgehen, dass mindestens der 642er, also ein Dieseltriebwagen, auf die Strecke kommen wird. Was auch sinnvoll wäre, das wäre eine Baureihe 143 mit Dostos. Immerhin müsste auf dem Abschnitt von Dresden nach Dresden Flughafen auf der S2 müsste dort halt eben auch die 143 zu sehen sein. Eventuell kommt die also auch. Aber wovon wir auf jeden Fall ausgehen können, ist hier die 642 in dieser deutschen Bahnlackierung. Eventuell auch in Trilex-Lackierung, würde auch passen. Danke an Cat Gaming für diese Information, by the way. Und ja, das ist aktuell alles, was wir da so haben an Infos. Ich selbst habe ja Simrail bisher noch nicht, also die Vollversion noch nicht gespielt, weil mich polnische Strecken nicht so sehr interessieren werden. Aber diese Strecke, die hat es mir dann doch angetan, ne? Weil die ist ja hauptsächlich oder zu allergrößtem Teil in Deutschland. Von daher werden wir uns das auf jeden Fall dann zusammen angucken. Hier noch bei Google Maps, ne, die Strecke, da ist man gut 1,5 Stunden unterwegs anscheinend, laut Google Maps. Wie zuverlässig das ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber das Ganze beginnt dann hier in Polen, in Görlitz, beziehungsweise in Skorzelek. Hier hinter der Grenze, das hier ist die Grenze. Und dort ist der Bahnhof, der Hauptbahnhof, der ist hier. Eventuell auch noch Görlitz Vorstadt, aber das wissen wir nicht. Und dann geht das Ganze hier über Bautzen, hier mit einem recht großen Bahnhof, der Bahnhof von Bautzen. Können wir uns auch hier nochmal angucken in Bildern. Ja, wobei so groß ist der jetzt auch nicht, ne? Nee. Aber hier sehen wir auch den 642er in der Trilex-Lackierung. Und dann geht die Strecke hier weiter über Bautzen bis nach Dresden. Den Abschnitt hier kennen wir eigentlich schon von TSW. Und auf diesem Abschnitt hier zumindest bis zu dem Bahnhof, ja, Dresden Industriegelände, ne? Vielleicht auch noch sogar bis Klotzsche, bis hierhin, haben wir dann, würde dann normalerweise die 143 fahren. Ne? Die macht dann hier praktisch diesen Linksbogen in Richtung Flughafen. Diese Strecke, die sind wir auch schon beim TSW lang gefahren, die gibt es ja nur so ansatzweise. Und die Strecke nach Bautzen geht dann hier nach rechts weiter. Und ja, genau, das ist die Strecke. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da noch kommt. Und halt euch auf dem Laufenden, wenn es mehr Infos gibt. Bis dahin, danke fürs Zusehen und alles Gute, alles Liebe. Ciao, ciao.